Salzburg gastiert am zweiten Spieltag in der Erste Bank Eishockey-Liga in Snojmo. Ja, und während die Tschechen mit einem Sieg in die Saison gestartet sind, sind die Bullen nach der überraschenden Auftaktpleite gegen Dornbirn definitiv auf Wiedergutmachung aus. Und die Gäste aus Salzburg starten dann auch mit dementsprechend viel Power in die Partie. Die erste große Möglichkeit auf die Führung vergibt Thomas Raffel. Snojmo-Keeper Marek Schwarz ist zur Stelle. Wenige Augenblicke später gibt es gleich die nächste Möglichkeit für die Bullen. Dieses Mal versucht es Heinrich. Und die Salzburger scheitern kurz darauf ein weiteres Mal. Florian Baltram läuft auf den Kasten der Tschechen zu, aber auch für ihn ist bei Marek Schwarz Endstation. Gegen Ende des ersten Drittels kommen auch die Tschechen zu einer guten Möglichkeit. Doch es bleibt weiterhin beim 0:0. Keine Tore im ersten Spielabschnitt und es dauert dann auch noch fast 10 Minuten in Drittel 2, ehe Snojmo ein Powerplay zur Führung nutzt. Colton Yellowhorn kommt am Bullikreis zum Schuss. Ja, und der passt ganz genau. 1:0 für die Hausherren. Dazwischen erhöhen die Tschechen auf 2:0, später sogar auf 3:0. Torschütze ist zum zweiten Mal an diesem Abend Colton Yellowhorn. Für den Kanadier ist es der bereits 12. Doppelpack in der Erste Bank Eishockey-Liga. Gut 10 Minuten vor dem Ende machen die Tschechen abermals im Powerplay den Deckel drauf. Radek Čip kommt aus kurzer Distanz an die Scheibe und schiebt diese zwischen den Schonern von Bernhard Starkbaum durch. Damit ist die Partie entschieden. Das war's in Snojmo, die Hausherren zeigen eine starke Leistung. Salzburg hingegen prolongiert den Fehlstart.